Herzlich willkommen in Sophias veganer Welt. Ich zeige euch heute mein Rezept fürs schnellste, beste und einfachste Curry der Welt. Für das schnelle Curry benötigen wir eine Zwiebel, Knoblauch, Gemüse nach Belieben, Nussbutter, Ingwer, Chilischoten oder Chilipulver, Curry-Pulver, Fenchelsamen, Kreuzkümmel, Basmati-Reis, Mung Dal. Wichtig beim Curry, das Wichtigste sind natürlich die Gewürze. Da habe ich Currypulver, da habe ich Fenchelsamen, Chilis, dann kommt noch ein bisschen Kreuzkümmel mit dazu. Das gebe ich alles in Mörser. Dann kommen noch dazu Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln, Süßkartoffeln, Karotte. Ihr könnt auch anderes Gemüse nehmen, einfach was ihr so zu Hause rumliegen habt. Als kleine Proteineinlage kommen noch Mung Dal dazu. Das sind gespaltene Mungbohnen, die dann ausschauen wie Linsen und die koche ich einfach in der Pfanne mit. Und als erstes schmeiße ich mir einfach meine Gewürze in den Mörser. Ihr könnt natürlich auch einfach schon komplett gemahlene Gewürze verwenden. Ich gebe jetzt mal nur eine Chilischote dabei. Ich nehme nämlich nachher noch einen Erdnussmus und da ist schon ein bisschen Chili mit drin. Das soll ja nicht zu scharf werden, ein bisschen Kreuzkümmel. Und da könnt ihr wirklich einfach euch austoben und eure Aggressionen loswerden. Also es riecht wirklich schon fantastisch. So, jetzt muss man natürlich das Gemüse schnippeln. Und um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, ist es am einfachsten, wenn man das Gemüse schält und wenn man jetzt zum Beispiel so hartes Gemüse wie Karotten oder Süßkartoffeln nimmt und das dann einfach mit der Küchenreibe in so dünne Scheiben raspelt, dann ist das einfach schneller durch. Ich mache jetzt ein bisschen Öl in der Pfanne heiß. Ich nehme jetzt ein Sesamöl und dann gebe ich zuerst den Ingwer und den Knoblauch rein und die Zwiebeln. Ich habe die Zwiebeln ziemlich groß geschnitten. Ich mag das ganz gern, wenn die so ein bisschen grob sind. Und dann kommen die Gewürze dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das sind jetzt irgendwie keine Zutaten, die ihr zu Hause habt. Fenchelsamen hat man vielleicht jetzt wirklich nicht unbedingt zu Hause. Man kann auch Kümmel zum Beispiel stattdessen nehmen. Einfach nur ein kleines bisschen. Geht einfach nur darum, hilft der Verdauung. Currypulver hat eigentlich jeder zu Hause, ne? Und Chili hat man meistens auch. Man kann auch Chilipulver nehmen. Boah, das riecht jetzt schon echt gut. Ich lasse es hier schön anschwitzen. Und dann kommen unsere Mung Dal dazu. Und ich lasse die auch kurz mit anbrutzeln, schön durchziehen mit den Gewürzen. Nachdem ich die Mung Dal 10 Minuten köcheln habe lassen, gebe ich dann das Gemüse dazu, weil das braucht ungefähr 5 Minuten und dann ist das Ganze in 15 Minuten fertig. Die Mung Dal sind mittlerweile weich gekocht, das Gemüse ist auch weich und als letztes gebe ich jetzt noch die Erdnussbutter dazu. Das ist jetzt eine Erdnussmus, die hat noch ein bisschen Chili mit drin, die verlinke ich euch unten. Ihr könnt aber genauso gut auch Cashewmus nehmen oder Mandelmus oder Kokosmus, je nachdem, damit die Soße dann noch cremiger wird. Ruckizucki ist das Gericht fertig, am Ende natürlich wichtig, nochmal probieren. Und gegebenenfalls nachwürzen. Ja, hat auf jeden Fall eine dezente Schärfe, sag ich jetzt mal. Genau, einfach gucken. Also ich würde jetzt gar nicht mit Salz, Pfeffer arbeiten, aber zum Beispiel ein bisschen Säure in Form von Essig oder Zitronensaft ist oft noch ganz gut. Und dann richten wir das an. Und ich habe dazu einen Basmati-Reis gemacht. Das ist einfach der kleine Bruder vom Basmati-Reis. Der ist einfach noch so ein bisschen kleiner. Diesen Trichter, diesen Trick habe ich mir von der Thai-Frau meines Vertrauens abgeschaut um die Ecke. Ich gebe da einfach den Reis rein und drücke den so ein bisschen fest. Und dann kann ich hier ein wunderschönes Reisgebirge auf meinem Teller bauen. Ein Reisbusen quasi. Gibt es hier dieses herrlich cremige Gemüsecurry. Ich wünsche euch ganz viel Spaß zu Hause beim Nachkochen. In diesem Sinne. Happa, happa.